Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Fast Braunes und heute spielen wir erneut Kingdoms Reborn. Im letzten Part haben wir Krisen City angefangen, weil unsere alte Stadt in der Krise war. Und wie läuft's bei dir, Pascal? Ja, mittlerweile immer noch Probleme mit dem Werkzeug und mit Holz haben immer noch Probleme, aber ja. Sonst, geht's eigentlich. Und ich brauche Eisenbahn, aber ich habe keine Eisendiener. Scheiße, ich hatte eigentlich recht viel Eisen, das hätte ich dir eigentlich alles rüberschicken sollen. Ja, gut. Ich schaue, dass das mit dem Werkzeug im Griff bekommt. Eine Schweinefarm. Und ein Köhler wäre jetzt von Vorteil. Alter, nur wegen der Erhöhung kann ich da das Haus nicht bauen, wenn ihr mich verarschen. An Nahrung darf es einfach nicht fehlen bei mir. Also jetzt gehe ich wahrscheinlich, jetzt möchte ich so viel Nahrung bauen, dass ich am Ende überschwemme in Nahrung. Ja gut, ich muss mitzählen, oder auch 2000. Zweiter, ich möchte sicher so 3.000, 4.000 haben. Ich bin verdammt viel Riesding und verdammt viel Pilze. Und ich mache auch direkt Medizin, dass ich auch nie Medizinprobleme habe. Ihren Auftrag abgeschlossen. Okay. Mal schauen, hoffentlich funktioniert es. Warte, jetzt wird es langsam dunkel. Jetzt muss ich noch kurz die Leuchte anmachen bei mir. Oha, nein, jetzt glaube ich, habe ich langsam das das Werkzeugproblem behoben, aber langsam. Ah, dann kannst du mir nachher, dann kannst du wieder anfangen, mich wieder zu liefern. Jetzt habe ich 48 Steinwerkzeug. Mal schauen, ob das jetzt ein bisschen höher geht oder ob das jetzt. Hofft es bei Gott. Na, was kann ich denn anbieten? Oh. Wie viel Geld hast du?
71. Ah, scheiße. Die Leute denken, dass du in Ordnung bist. Naja, bei mir momentan auch noch. Noch. So wie ich das kenne, wird das nicht sehr lange andauern. Mann, bei mir roten sie ganz Wald ab. So, also Fischen läuft, also die Nahrungsproduktion ist gut momentan. Ja gut, wenn es auch funktionieren würde. Aber jetzt funktioniert es ja gerade wieder, jetzt darf ich mich ja nicht beklagen. Ich darf mich nicht beklagen. Und trotzdem tue ich es. Ja, nicht genug Geld. Fuck you. Gut. Ein Handelsposten auf jeden Fall. Das bedeutet, ich kann Geld schaffen. Jetzt automatisch speichern, Digga. Das braucht kein Mensch. Genau, jetzt bin ich auf dieser Mahabe. Fuck you. Man hört so, genau, im Video, wie ich so richtig fluche. Ja, aber ich hab doch. Ich glaube, ich kann mich erinnern, im letzten Part sogar aus Versehen den Mittelfinger in die Kamera gehalten zu haben. Ja, nee, gar nicht mehr, genau. Nee, du siehst meine Facecam, glaube ich, auch gerade nicht. Aber oh mein Gott. Ja Leute, lol, die Premiere läuft ja immer noch. Hm? Die momentan aktuell läuft auf meinem Kanal die Premiere zum Part 2. Okay. Ah, es wird sogar angebaut. Oh mein Gott. Danke Gott. Weißt du was? Egal. Was? Ich habe gemerkt, dass ich nicht einfach etwas fluchen kann und man nicht aufgehört reden. Du wolltest schon irgendeinen Scheiß sagen. Ja, irgendetwas wollte ich sagen, aber.
Hast du gerade gemerkt, ich bin gerade gestoppt. Mann, da läuft sie immer noch nichts. Ah ja, jetzt gewusst, dass du dann die Dinge kannst einnehmen, gerade an die kleinen Provinzli da. Erobener gehören zu dir, dann kannst du Geld draus machen. Ja, das weiß ich. Ich hatte eine Zeit lang so eine Vasalle. Und, was kannst du noch machen? Ja, halt fremde Städte in andere bauen, weißt du, wenn du größer wirst. Stadt. Könnte man mal diesen Handelsposten aufbauen? Danke. Das wäre super. Das wäre gut. Ja, gut. Du, ich weiß, was wir morgen aufnehmen könnten, theoretisch. Ja. Du, ich sag sie dann nach der Aufnahme. Oh mein Gott. Yes. Geilo, geilo. Jetzt kann ich hier Häuser bauen, das ist tipptopp. Und Tulpenzuchthaus, ja gut, das brauche ich aber jetzt gerade nicht. Aber hier habe ich Kohle, also Kohle, nicht Kohle, Kohl habe ich. Schön, dass die Fürze hier in dem Dorf auch fett stinken. Hey, du weißt ja, wenn man Kohl isst, heißt das, dass die Fürze sogar extrem stinken. Und ich baue jetzt ab nächstem Jahr Kohl an. So wie die Raclette-Währung in der Schweiz ja immer sagt, chli stinke mu, es ist... Okay, der war jetzt sehr schlecht. Aber witzig, Alter. Ich witze, wo der Zolo checkt, der Rest bringt das Redete. Junge, ich hatte das mal in der Spitex. Ja? Ja, da habe ich mal, der hat auch so ein Klient gefurzt. Und dann hat er auch einfach mich nur angesagt und gesagt, Klischinke, das ist... Ey, ich bin verreckt vor Lachen. Ey, aber das war es. Boah. Ich habe die Botschaft freigeschaltet. Dann kannst du bei mir eine bauen oder so. Wenn ich 2000 davon ist, bauen. Ich hab chronisch zu wenig Häuser. Ich baue zu lange, aber ich hab keinen Bock, viel zu schnell zu wachsen, dass ich wieder nachher das gleiche Problem habe wie vorher. Weil ich glaube, das war das Problem von mir. Ich habe einfach zu schnell gebaut. Wieder zu wenig Holz. Ah! Er merkt die Teilung zum Durren. Holz habe ich auch keins. Gott,
gehe ich mal zu Brauersmühle. Aber ja, nicht dort, nicht dort, nicht dort. Dort muss ich anbauen. Dort muss ich meine, okay. Da muss ich meine Pflanzen anbauen. Da muss ich mein Fressen bauen. Ich brauche 6.000 für das zum Bauen. Oh, da bin ich noch lang. Da ist mein 2.000. Wenn dann hier unten. So, so. So. Ja, das ist egal. So. Nein, ja. 6.000, Mann, da bin ich Jahre dran, bis ich das habe. Ja, Respekt. Hat auf jeden Fall eine Priorität, dieses eine Feld. Man könnte mir bitte diese Lehmgrube bauen. Ich danke Ihnen. Derjenige, der dort hämmert, halt. Ja, das ist mir auch klar, darum frage ich ja. Nee, echt, hast du gefragt? Du denkst ja auch so, Junge, halt einfach dein Maul. Man merkt, glaube ich, schon, wir sind beide durch. Ja, also du mit den Nerven sowieso. Ich bin aber auch müde. Ja, das bin ich. Na lol. Brauchen Sie irgendetwas? Alkohol, um den Frust zu verstecken. Ich habe da Sake, aber auch nur 200. Ich weiß auch nicht, was Sake ist. Mann, das ist Alkohol. Ach so. Sag das doch gleich. Ich habe eine Lehmgrube. Sagt jede Frau, huch. Scheiße. Wieso habe ich das gesagt, Junge? Alles klar, Digga. An der Stelle bin ich komplett raus. Kennt ihr das Sprichwort? Wenn du auf ihr liegst, hörst du die See, wenn du unten bist, riechst du die See. Oh, Junge. Es gibt da so ein belgischer Comedian und der hat mal einen Witz gebracht und ich finde den so witzig. Ja. Also willst du den hören? Ich glaube, den habe ich dir schon mal erzählt. Also. Ist so ein Comedian und der sagt so, ja, du kennst ja so Muscheln an der am Strand, oder wenn man sie an das Ohr hält, dann hört man die See, oder? Und er hat dann so gesagt, ja, so, ja, meine Frau, die hat so eine Muschel auf dem Oberschenkel tätowiert und wenn man dort sein Ohr dran hält, dann riecht man die See. Ich finde, das war so witzig, als ich das erste Mal gesehen habe, also gehört habe, den Witz. What the fuck? Warum spammt er mich so voll? Ich kann schon wieder einwandern.
Schwarzer was? Nix gesagt, du hast nichts gehört. Ich hab nur Schwarz gehört, tatsächlich. Also der heutige Part ist verstörend. Ich habe das Kerzenziehen erfunden. Das Kerzenziehen? Man kann auch an anderen Sachen ziehen, was? Nein. Damit meine ich natürlich... Ah, scheiße, was soll ich jetzt sagen? Aber was zieht man? Egal, ein Kerzen. Man zieht Kerzen. Natürlich habe ich auch das gemeint. Jeder, der sagt, ich habe was anderes gemeint, ist Lügner. Und an diesem Tisch wird nicht gelogen. Was hast du gesagt? Dieses Lüge, Lüge, Lüge. Lüge, 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 Lüge. An diesem Tisch wird nicht gelogen. zu wenig Geld. Das sage ich auch immer, wenn ich am Ende des Monats auf dem Konto schaue. Alter, warum hauen wir jetzt schlechten Witz nach schlechten Witz raus, Pascal? Ja, nicht. Aber die werden auch nicht besser, ist das Problem. Was sagt ein Pirat, der auf einer Farm steht? Jetzt kommt der richtige Gottlose, ich weiß es. Willst du wissen was? Was? Ahoi. Ich hab mich auch richtig, also, boah, der war schon heavy, als ich den das erste Mal gehört habe. Ich habe, glaube ich, im Wohnzimmer 20 Minuten Lachflash geschoben. Ahoi, ja. Ahoi einfach. Ja, okay, wir wissen es. Das bämmt mich voll wie so ein Vollidiot, der Wort. Hunderte. Es spammt dich einfach voll, so ehrenlos. Unehrenlos, Arsch. Der andere schaltet sich so eine Mucke an. Nein, eigentlich nö. Nee, ich brauch keine Tulpen. Mach medizinische Kräuter, Louis. Trauben, damit kannst du dir auch Alkohol machen. Und Tulpen, ja. Oha, da unten. Und mit Tulpen kann man keinen Alkohol machen. Tulpen. Immer medizinische Kräuter, sie waren jetzt langsam genug. Kannst du mir ein paar geben? 200. Das ist doch genug für mich. Hey, du hast gerade gesagt, du hast jetzt langsam genug. Ja, Felder, aber ich weiß nicht, woher die hergehen mit dem Zeug. Kannst du mal schauen, kommen nur Felder um mich herum. Überall, da Feld, da ist das Feld, da ist das Feld. Wow, das ist ja, dein Dorf besteht ja fast nur aus Feld. Gell? Eigentlich solltest du schwimmen in Kräutern und so. Bin ja Toni aber nicht. Aber in Gold sehe ich. Nein. Nimmer. Ich habe keine Goldmine mehr. Aber du hast ja immer noch recht viel Gold, oder nicht? Jetzt. Irgendwo. Keine Ahnung. Ich habe nicht gelobt mehr. Ich habe hier in der Nähe, glaube ich, auch Gold. Ich müsste raufgehen, ums Dorf herum, zum Gold wieder abfarmen können. Aber der Hundesohn will ich erst mal auseinandernehmen.
Nagel zu weit entfernt. Oh. Ich hab das aber nicht gedacht. Ich stelle mir den Lauf halt der Terra, du hoher, fauler Hund. Und halt nee. Ich bin jetzt plötzlich so still geworden, ich weiß auch nicht warum. Was? Ich hab gemerkt, ich bin plötzlich still geworden, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht. I don't know. Please help me, I'm under the water. Help me, I'm under the water. Ey, wir müssen, glaube ich, mal auf eine Meme-Compilation reagieren. Wie meinst du? Ja, aber ich glaube, das wäre noch witzig. Oha, ich bin auch am Meer. Oha, ich kann endlich ein Ding bauen. Oha! Also den kenne ich nicht tatsächlich in dem Spiel. Ich kann Fischerfarm bauen. Fischerhütte bauen. Oha. Oha. Ich bin wieder broke. Oha. Was macht ein Clown im Büro? Keine Ahnung. Faxen. Ich hätte genau gewusst, aber ich bin sie nie gefallen. Genau, der war jetzt alles recht schlecht. Ja, der ist schlecht. Der war sehr schlecht. Okay, ich habe noch einen Piratenwitz. Was macht ein Pirat am Computer? Sicher etwas mit dem Auge zu tun. Er drückt die Enter-Taste. Oh ja, oder die Enter-Taste, ja genau. Einfach die Enter-Taste. Oh mein Gott. Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Ja, auch nicht. Helsinki. Verstehst du ihn? Weil Sonne hell und er singt als Helsinki. Also schlecht. Ich habe schon wieder zu wenig Werkzeug. Was mache ich denn falsch? Was du eben falsch machst. Das frage ich ja gerade, das will ich ja wissen. Ich will sicher nicht nur eine Einwanderungsbehörde, das ist schon genug. Aber okay, mit Nahrung läuft es jetzt. Was? Mit Nahrung läuft es jetzt. Nice. Mir nicht. Also bei mir schon, aber Holz. Oh, ich habe nur einen Steinbruch. Wie viel Steinbruch muss ich noch herklatschen da?
10 Milliarden. Ja, ich merk's. So, jetzt wird dann langsam gebaut. Ich habe keine Steine mehr. Ich habe keine Steine mehr. Also da ja nicht nur, aber ich habe zu wenig Werkzeug dafür. Hast du jetzt keine, oh Junge, mein Deutsch verpisst sich einfach. Keine Werkzeuge mehr. Nein. Dann bau dir neue Werkzeuge. Ich bin heute auch gut in dumme Sprüche labern. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil mein Lager geht langsam in Richtung voll. Ich habe gerade 2000 Food. Dann bau dir ein neues Lager. Das habe ich schon gemacht. Dann halt nochmal. Ne, es muss noch gebaut werden, weil ich habe kein Holz mehr. Dann bau Holz ab. Mach ich gerade eben. Ja, dann halt nochmal. Ne, es sollte eigentlich sogar mit dem Lagerplatz gehen. Du weißt nicht, wie eine Krise ich bekomme langsam. Leder brauche ich momentan nicht. Und kaufe. Mein Eisen schnell ist, oder nicht? Es wird jetzt Stein abgebaut, das ist schon mal gut. Aber ich würde sagen, Pascal, dass wir diesen Part hier beenden, oder nicht? Wie du willst. Gut, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Kingdoms Reborn spielen. Bis zum nächsten Mal und ciao.